Stell dir vor, es ist so kalt, dass selbst die Eisbären daheim bleiben. Und das ist die dazugehörige Jacke. Und wenn du wissen willst, was die kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Das ist meine Polarjacke sozusagen von der Firma Fellraven, weil mich ja auch immer wieder die Leute fragen, was hast du im tiefsten Winter an? Ja, und das ist meine Antwort. Ich habe diese Jacke seit halt 8 Jahren. 8 Jahren, kann ich ganz genau sagen, einfach aus dem Grund, weil ich mich immer an dem Alter von meinen Söhnen orientiere, da ist das ein bisschen einfacher. Und diese Jacke hat mir schon tolle Dienste geleistet, nämlich bei wirklich windigen, kalten Grauselwetter. Und diese Jacke ist nicht ganz günstig, ich weiß nicht, ob es sie in dieser, genau dieser Form auch noch gibt, ja. Aber ich versuche dir unten einen Link auf Amazon zu geben, da kannst du anschauen, was jetzt das Nachfolgemodell ist. Die ist nicht ganz günstig, aber die ist auch wirklich echt fett. So, für wen ist das gedacht? Also wenn du ein Sommer-Bushcrafter und Survivaler bist, wenn du sagst, ich gehe sowieso nur dann raus, wenn es Plusgrade gibt, dann schalt das Video sofort aus, die Jacke ist überhaupt nichts für dich. Wenn du sagst, naja, bei Minus gehe ich schon raus, aber erst so ab minus 5 Grad wird mir richtig kalt, dann sage ich, bleib dran, aber wenn du dich bewegst, wird es bei der Jacke auch schon warm werden. Wenn du aber sagst, ab minus 10 Grad fühle ich mich da draußen so richtig wohl und immer wenn es minus 10 Grad hat, lasse ich alles liegen und stehen und ab ins Gelände, dann bist du mit dieser Jacke gut bedient. Denn es ist wirklich ein Teil für die warme, also für die kalte Jahreszeit. Die Jacke ist sehr schwer. Also allein da jetzt hier, das ist im Endeffekt ein Mantel. Ich muss euch schon sagen, es ist eher ein Mantel. Du siehst, das geht mir relativ weit runter. Schön über den Popo, was mir ja immer sehr wichtig ist, wenn man irgendwas macht und tut und hüpft und springt und tanzt. Dann ist das gut, wenn das Pöpöchen geschützt ist. Sie geht also, wie gesagt, sehr tief runter, ist recht schwer, hat 100.000 Taschen. Innen gibt es hier eine schöne Tasche, da habe ich jetzt noch Handschuhe drinnen. Da gibt es noch eine Innentasche. Hier auf der Seite, auf der Seite ist das genauso. Hier gäbe es auch die Möglichkeit, irgendwie so mit diesem Kopfhörersystem, da sind da so Schlaufer, das brauche ich alles nicht, weil ich will mehr Ruhe haben draußen. Ja, da will ich nicht Kopfhörer hören. Dann gibt es hier die Napoleon-Tasche und zwar in einfacher Ausführung für außen, dass man auch mit dem Handschuh gut zugreifen kann. Und innen, da in diesem Bereich da, die ist wirklich mit Feinzip. Da bist du aber sehr nah am Körper. Das ist noch einmal verdeckt über diese, ich weiß jetzt nicht, fällt mir jetzt der Name nicht ein, vielleicht weißt du dann, schreib mal einen Kommentar. Ich sag's dir dann später, ob ich das gemeint habe. Verdeckklappe für den Zipverschluss. Dann eben der Zip, der auch sehr gut gemacht ist. Und da muss ich schon sagen, ich bin ja auch ein Carinthia-Fan. Nicht nur, weil ich Österreicher bin, sondern weil die auch wirklich gute Produkte machen. MIG 3.0, HIC, alle das. Aber bei denen ist es halt so, der Zip, wenn du das wirklich oft einsetzt, der wird relativ rasch, relativ gaga. Das ist hier glücklicherweise nicht der Fall. Der auch noch ganz oft hin und her ist alles gut. Ich gebe manchmal ein Silikonspray drauf, damit das noch schön hin und her flutscht. Das sollte ich hier wieder mal machen. Dann, der nächste Vorteil ist, du hast hier eine wirklich gefütterte Kapuze. Kannst bis rauf. Du kannst hier nur so als rausgehen. Die Jacke, also dieser Mantel muss man ja eigentlich sagen, so muss man richtig sagen, lehnt sich an dem US-amerikanischen Arktikjacken an, die Flieger haben, also auch als Survival-Ausrüstung einsetzen und da lehnt sich das an. Hier außen noch eine Tasche, da 100.000 Taschen, große Taschen, seitliche Taschen, dass man seitlich einstecken kann, die Hände von oben zugreifen kann. Also ich liebe die Jacke ganz einfach. Das ist wirklich, wirklich, oder der Mantel, diesen Mantel, den liebe ich wirklich sehr. Alles einstellbar, du kannst auch hergehen, wenn du sagst, ich hasse Kapuzen, ich nicht, aber wenn du das sagst, könntest du diese Kapuze hier abzippen, ja, und weggeben. Man kann auch das darunter geben, dieses Fell-Dingsbums, aber ich mag das einfach, ich stehe da drauf. Ist übrigens Kunstfell, also keine Sorge, es musste kein Tier dafür sterben. Ich habe eine L, ja, das hieß mir aber mittlerweile eh so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen zu klein geworden, aber ich arbeite dran, ja, wirklich, ich arbeite dran. Nein, wie auch immer, das ist ganz, ganz fein. Das Ganze ist natürlich, und da komme ich jetzt zu einem. Das Ganze ist Kunststoff. Das heißt, am Feuer ist das irgendwie passiert dann das. Also das ist nicht im Auslieferungszustand so gewesen, sondern das war schon ich. Die Jacke ist komplett nass worden und ich habe sie über dem Feuer getrocknet und weil ich
eine Plaudertasche bin. Vielleicht ist es schon aufgefallen, dass ich manchmal ein bisschen mehr rede, ja, als andere Leute. Habe ich übersehen, dass ich da noch die Jacke hängen hatte und das hat sich dann in Form von, ich schmelze etwas dahin, manifestiert. Und es ist auch so, dass der Funkenflug teilweise natürlich hier kleine Löcher macht, da muss man drauf aufpassen. Mit der Zeit, ich meine, ich habe die schon sehr, sehr lang, beginnt auch der Außenstoff da so ein bisschen, ja, so einen kleinen Flaum zu machen durch das Hin- und Herbewegen. Das ist einfach so. Und da kannst du jetzt einmal einen Blick sozusagen ins Innere der Jacke werfen. Nämlich die Wattierung. Ja. Das ist alles natürlich, Kunststoff ist sehr, sehr weich, aber auch sehr, sehr dick. Also ich liebe die Jacke einfach. Auch wenn sie kaputt ist, die muss auseinanderfallen. Die muss auseinanderfallen, dass ich die weggib. Erstens, weil sie viel gekostet hat und weil ich sie einfach mag. Mit der Zeit ist mir auch etwas passiert. Ich meine, 8 Jahre und ich habe das Teil im Winter wirklich ganz häufig an. Das ist das hier. Mein Zwei-Wege-Reißverschlusssystem, das ist da so ausgerissen. Wenn du eine Idee hast, was ich tun kann, außer weinen, dann schreib mir bitte einen Kommentar, wie ich das wieder richten kann. Das wäre einfach toll, weil ich diese Jacke extrem gern mag. So, also das ist meine Winterjacke, Wintermantel, wenn es wirklich kalt ist. Da kann man auch aufmachen und so, aber das sind alles so Kleinigkeiten. Wenn du, weil ich die Zuschrift jetzt in der letzten Zeit bekommen habe, wenn du eine Jacke suchst, die wirklich im absoluten Minusbereich, und man minus 40, 50 Grad gehe ich auch nicht vor die Tür, hatte ich glücklicherweise noch nicht, aber so minus 20 Grad ist für die Jacke kein Problem. Kein Problem. Wenn du sie außen imprägnierst, ist sie auch wasserabweisend. Sie ist nicht hundertprozentig wasserdicht, aber du kannst sie imprägnieren. Das ist eine tolle Sache. Und dann perlt das, der Regen zum Beispiel oder auch Schnee, der dann nachher schmilzt, schneit zum Beispiel runter und schmilzt dann, das perlt richtig schön ab, das geht eine Zeit, aber das musst du natürlich auch periodisch tun, so wie bei allen Membran-Jacken, Mantelsystemen, Schlafsack, alles. Ich kann sie dir empfehlen, ist ein super Teil und ich möchte euch eines vorweg schicken, ich habe auch eine neue im Test und zwar von Miltec, die Regen, Vlies, irgendwas, Winterjacke, die ist ähnlich, viel, viel günstiger und ein bisschen anders aufgebaut, aber die teste ich jetzt gerade, die ist auch nicht schlecht, aber das kommt dann in ein paar Wochen raus. Das war's. Entschuldigung. Das war's. Was ist deine, wenn du denn eine hast, eine wirkliche, bombige, so richtige Winterjacke? Für wirklich minus, nicht so 0 Grad, sondern ab minus 10 Grad. Was ist deine Jacke? Schreib mir bitte unten einen Kommentar. Da würde ich mich irrsinnig freuen drüber, da sage ich jetzt schon danke. Daumen nach oben oder nach unten, wie du magst. Ein Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen. Unten, ich suche diese Jacke raus, ja, und schau da an, wenn dich das interessiert. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Rainer Rossmann, bis bald, ciao. We'll be right back.